So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich füge Schaden mit Schrotflinten zu. Wie gesagt, den Schaden müsst ihr nicht in einer Runde machen, sondern über mehrere Runden wird das alles zusammen addiert. Wie das Ganze funktioniert, am schnellsten und am besten und am effektivsten, zeige ich euch sofort. Vorher noch was in eigener Sache. Ihr habt wieder die Möglichkeit, einen Skin zu gewinnen. Wäre zum Beispiel heute Verlosung, könntet ihr einen dieser Skins bekommen. Was müsst ihr dafür tun? Ganz einfach. Gerne Abonnent sein, dann die Glocke aktivieren. Die Glocke aktivieren nicht für mich, sondern für euch, damit ihr immer auf dem laufenden Stand seid. Wie sind die Abonnenten? Wann ist die nächste Verlosung? Weil ich habe gesagt, wenn ich den Creator-Code bekomme, bekommt ihr einen Skin. Wenn ich YouTube-Partner bin, bekommt ihr einen Skin. Alles schon passiert. Letzte Woche gab es dann den Skin für die YouTube-Partnerschaft. Und diesmal gibt es halt einen Skin, aber erst ab 2500 Abonnenten. Klingt jetzt erstmal viel, aber ich kann euch sagen, vor 2 Wochen hatte ich circa gerade so die Tausender-Marke erreicht. Und wir sehen ja jetzt sind wir fast bei 2000. Erstmal danke für die ganzen Neuen, die auch jetzt hier durch die Aufgaben dazukommen. Vielen, 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 vielen Dank. Was du allerdings noch machen musst, ist erstmal das Wichtigste, damit du deinen Skin überhaupt bekommen kannst. Schick mir auf jeden Fall eine Freundschaftsanfrage an yt-familyhack. Dann, wie gesagt, hier oben Freunde hinzufügen, yt-familyhack, genauso wie den Creator Code. Dann hier auf Annehmen. So, dann gehen wir mal kurz in den Item Shop rein. Das hier ist der aktuelle. Gucken. Ah, als Geschenk kaufen. So, weil genauso muss ich es machen. Wenn ich gerade eine Skin-Verlosung mache, muss ich genau hier drauf gehen, um dir den Skin zu schenken. So, jetzt gehen wir mal einfach hier irgendwo hin. Gucken mal gerade. Wo finden wir einen? Hier zum Beispiel. Tryskull, dem könnte ich erst in einem Tag einen schicken. Er hat mir anscheinend gestern erst die Freundschaftsanfrage geschickt. Deshalb kann ich ihm jetzt kein Geschenk schicken. Normalerweise 48 Stunden, dann kann ich erst ein Geschenk verschicken. Ist einfach eine Sicherheitsmaßnahme von Epic selber, damit, falls euer Account irgendwie gehackt wird oder so, nicht direkt alle V-Bucks ausgegeben werden können, für sich selbst Skins zu schenken. Weil, wie ihr seht, hier könnte ich alles verschicken, wäre kein Problem. Aber beim Skull kann ich draufdrücken, wie ich will, da passiert gar nichts. Deshalb, wie gesagt, Abo da lassen. Dann gerne auch meinen Creator-Code eingetragen, wo werde ich gleich noch zeigen. Dann die Glocke aktivieren, damit du immer auf dem Laufenden bist. Und das Wichtigste überhaupt, die Freundschaftsanfrage. Im Prinzip alles nur Dinge für dich. Und die Unterstützung kommt durch dein Gucken und durch den Creator-Code. Das geht jetzt erstmal an alle. Bitte trag meinen Creator-Code ein, yt-familyhack. Dann hier auf Annehmen gehen, weil wir haben den Code jetzt 2 Wochen lang. Es könnte sein, dass einige ihn nicht mehr drin stehen haben. Deshalb einfach neu eintragen, auf Annehmen. Immer wieder gucken, steht hier oben, ich unterstütze jemanden. Ja, alles klar. Dann, wenn ihr irgendwas kauft, ist das hier die letzte Möglichkeit, um nochmal zu gucken, dass ihr einen unterstützt. Wenn hier ein Name steht, habt ihr alles richtig gemacht. Muss nicht mein Name sein, würde mich natürlich freuen, weil ich habe immer gesagt, wenn ich Geld von euch bekomme, in Anführungszeichen, kriegt ihr natürlich auch wieder was von dem Kuchen ab. So, dann gehen wir jetzt mal rein in die Mission, nämlich Schaden mit der Schrotflinte. Damit ist die taktische gemeint, die normale Pumpgun und die Spaß. So, gehen wir mal direkt rein. Kommt, Surfer macht schneller, denn ihr wisst ja, Ladebildschirm zeitgleich, Like-Zeit, Kommentierzeit, wenn du jetzt immer noch nicht abonniert hast und eventuell bei Custom Games dabei sein willst, Verlosungen, bei Du-Matches, bei Team-Matches, die ich mit euch mache, dann jetzt bitte abonnieren. So, mal gucken, wie wir das Ganze jetzt hoffentlich sehr, sehr schnell hinkriegen. Mal gerade gucken, ob wir hier schon eine Pump finden. Vielleicht zählt es nämlich auch schon im Ladebildschirm. Ja, die Lags sind wieder Standard. Wir haben wieder neue Missionen. Natürlich liegt jetzt hier keine Pump rum. Ne. Liegt da hinten eine? Nein. Aber ich glaube, im Ladebildschirm selbst zählt es eigentlich auch noch nicht. Aber ihr könnt es gerne mal ausprobieren, weil bei den Kopfschüssen letzte Woche hat es zum Beispiel gezählt. So, fliegen wir einfach mal raus.
wie gesagt, wichtigste ist halt jetzt Pumpgun zu finden. Alles andere ist jetzt erstmal zweitrangig. So, gucken, wo die Zone hingeht. Ja, Zone geht wieder ganz weit weg. So, warum lande ich auch hier? Weil hier nämlich auch dieser Automat ist, beziehungsweise ich nenne es jetzt einfach mal Werkbank, wo man nämlich die Waffe aufwerten kann. Weil ihr wisst ja, desto besser die Waffe. Ist da unten schon eine? Ne. Oh ja, das war doch mal ein Leck. Hä? Da kommt auch Freude auf. Eieieiei. Da verstehe ich vollkommen, warum manche PlayStation-Spieler sagen, ich habe derzeit null Bock auf dieses Spiel. Ja, da habe ich schon Gegner gehört, beziehungsweise gesehen. Aber wir suchen erstmal nach einer besseren Pump. Vielleicht begegnet uns der Gegner auch noch. Ja, wir finden alles, nur nicht das, was wir suchen. Ist er denn da oben? Keine Ahnung, wo er ist. Wir gehen mal ins Dach rein. Ah, mythische Kiste wäre mir jetzt natürlich lieber gewesen. Ich hoffe, wir finden meine Taktik, Tactical. Natürlich nicht. Dann, ja, Falle haben wir auch. Ist hier noch eine Kiste? Ja, hier hinten. Wie gesagt, hier sind Dach sind eigentlich immer ziemlich viele Kisten. Natürlich finden wir immer noch keine. Warum sind denn hier so viele Gegner? Oder schießen die wieder einfach nur wild durch die Gegend? Hier ist scheinbar noch eine Kiste. Ja. Ja, Blue Life ist zwar schön und gut, aber eine Pump wäre mir jetzt echt lieber. Ihr seht ja, ein bisschen länger dauert der ganze Spaß. Aber dafür können wir es halt easy in einer Runde machen. Anders müsst ihr erst wieder eine Pump suchen, Gegner finden. Gerade mal gucken, ob hier oben was ist. Aber Glück, was das betrifft, haben wir jetzt zur Zeit wirklich gar nichts. Ja, wandeln wir die wenigstens mal um zu einer grünen. Metall ist hier echt auch Mangelware. Ja, hier war auch schon einer. Ja, dann würde ich sagen, wir geben uns mal ganz langsam Richtung Zone, weil aufgewertet bekommen wir die Waffe jetzt auch nicht unbedingt schnell. Ja, müssen wir hier eben schon hin, weil hier ist doch eigentlich nichts. Außer der Heumann. Das Feld ist immer noch gut zum Holzfarmen. Diese Lags, gell? Also an mir liegt es nicht. Ich gucke dauernd auf die Aufnahme rüber, aber an mir liegt es definitiv nicht. So, gehen wir jetzt mal langsam rüber. Das Problem ist natürlich, wir müssen nah an die Gegner ran, das ist klar. Könnt ihr euch gleich wieder ein bisschen kaputt lachen, wenn ich am Failen bin? Oh Gott, diese Lags. Kann ich wenigstens eine graue liegen? Diese Lags, ey. Gott, ihr seht's ja selber, wie es laggt. Also das ist echt, ich glaube, Gruppenkeile hat inzwischen echt ein bisschen Performance verloren. So, gucken, ob wir hier noch irgendwo einen Gegner finden. Da sind direkt zwei. Ich hoffe, die trennen sich. Wie lange die immer braucht, aber 102 Schaden haben wir schon. Sache, mir geht es jetzt nicht um Kills, sondern einfach nur um Schaden. Mal mit der Krone ist natürlich ein bisschen belastend.
gerade gucken, wo hier einer rumrennt, weil hier war mehr gerade. LOL! Gut, den Kill habe ich. Junge, Junge, Junge. Wie viel Schuss haben wir noch? Munition könnte nämlich auch zum Problem werden, deshalb holt euch im. Oh nein. Wie ich gesagt habe, Munitionproblem. Eieiei. Ich sage, wir haben auch kein. Da ist doch das, was ich suche. So, jetzt könnt ihr kommen. Ja, kaum habe ich meine taktische, sieht die Welt schon wieder anders aus. Ah, ein bisschen Munition wäre mir doch lieber. Oh, diese Lags. Warte mal, ich versuche mal da drüber zu kommen. Komm, bitte nicht töten, nicht töten. Schön. Wie viel haben wir jetzt? Ah, 405, also noch 100. Ihr seht ja, wenn ihr im Endgame seid, geht das Ganze eigentlich echt recht zügig. Vorher ist es halt ein bisschen schleppend und ihr müsst halt nah an die Gegner rankommen. So. Ah, hinter mir schon der nächste. Komm, 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 komm. Das müsste es eigentlich gewesen sein, oder? Sieben HP? Oh, da leckt mich der Arsch. Ist das euer Ernst? Wo ist er denn? Ja, ist klar, wenn ich 7 HP habe. Eieiei. Den letzten kriegen wir aber jetzt auch noch, ey. Einfach irgendwo dahinter springen und Schaden machen, Feierabend. Ach, er probiert den Baumtrick. Ja, toll. Wir sind eindeutig zu viele Teammates. Aber müsste dann jetzt endlich mal gereicht haben. Ja, wie ihr seht, ist in einer Runde easy machbar. Euch noch viel Spaß mit den Aufgaben. Wenn ihr einen Skin haben wollt, gern bei meinem Abonnent werden. Und man sieht sich dann in dem Sinne. Bis zu den nächsten Aufgaben und haut rein.